Wupp. So, hier sind wir mal hochgegangen. Da liegt sogar noch was. Krass. So, wir gehen einmal hoch. Das hier können wir auch mal mitnehmen. Das müsste sogar Zinn sein, oder? Zinn oder... Ich weiß nicht... Autsch. Wo dieses Gezische immer herkommt. Und dann die Explosion natürlich auch, wo die herkommt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das soll, warum das hier in der Hölle immer alles explodieren muss. So, das nehmen wir auch mal mit. Ich hoffe, dass das hier jetzt mal nicht explodiert. Zinn und Silber. Zinn ist schon mal gut. Na, das brauchen wir nicht. Vielleicht sollten wir auch mal so eine Höhlenerkundungstour machen. Und hier mal so ein bisschen Erze farmen. Das wäre doch auch mal gar nicht so schlecht. Dann könnten wir... dann könnten wir hier nämlich mal so ein bisschen... naja, Erze farmen und so weiter. Und wir haben es ja schon gesehen. Oder ihr habt es ja schon gesehen in der Hölle. Kriegt man immer ein bisschen mehr da draus. Oh, jetzt habe ich das Redstone da gelassen. Moment. Das nehmen wir wieder mit. Ne. So, jetzt. Und da kriegt man ja, wie ich gerade gesagt habe, ein bisschen mehr immer raus. So, jetzt hat sie... Autsch. Wieder gezischt und es hat auch... Es ist auch explodiert. Gott, was ist denn los? So, jetzt müssen wir hier irgendwo Glowstone finden. Da oben ist was. Das ist mir mal ein bisschen zu gefährlich weit weg. Können wir hier noch irgendwie nach oben und da was finden? Habe ich den Satz eigentlich vorhin beendet, dass man in der Hölle, wenn man da die Sachen abbaut, dann mehr rausbekommt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist es so. Kupfer. Sehr schön. Da kriegen wir auf jeden Fall sehr viel mehr raus, als wenn wir es in der normalen Welt, in Anführungszeichen, uns organisieren. Zack. Was ist denn das? Lidohr. Hm. Nehmen wir auch mal mit. So. Wie kommen wir jetzt an Glowstone ran? Oder wo kommen wir jetzt an Glowstone ran? Ah, die Musik wird auch schon, ne? Dementsprechend. Können uns ja auch mal eine Pilzfarm bauen. Können wir Pilzsuppe machen. Wenn ich da jetzt runtergehe zu dem Glowstone, komme ich hier nie wieder hoch. Außer ich baue mir eine Treppe. Und da drüben ist auch noch Glowstone, aber das ist zu weit weg. Das hängt zu sehr in der Luft, als dass ich da irgendwie was abbauen könnte. Oder locker rankommen könnte. Ja, sonst ist hier vorne aber auch nichts. Bauen wir uns doch einfach mal eine Treppe hier nach unten. Wobei ich wirklich inständig hoffe, dass das was wird. Fast geschafft, da unten ist es. Was ist jetzt los? Die Musik alle oder was? Ist so leise. Hallo? Ah. Uff. Was geht denn hier? Okay. Da ist der Glowstone. Geronimo! Autsch. So kommen wir auf jeden Fall schnell dran.
Ich gucke gerade, ob es hier unten vielleicht Diamanten gibt. Ich glaube, das da hinten ist Diamant, oder? Da gehen wir mal ganz schnell hin, sodass wir uns wenigstens einen Diamond Drill bauen können. Ist das Diamant? Es ist natürlich kein Diamant. Gibt es Diamant überhaupt in der Hölle? Ich weiß es gar nicht. Wenn, hätte ich jetzt gedacht, hier unten irgendwo. Uiuiuiuiui. Ich hoffe, wir finden wieder nach oben, ey. Nee, Diamant ist das nicht, ne? Das ist Zinn. Zinn oder Silber. Das müsste Eisen, glaube ich, so... Mach Bumm, mach Bumm! Los, mach Bumm! Geht doch. Ah, alles weg. Mach halt Bumm. Also wie gesagt, schön wäre es auf jeden Fall, wenn man hier auch Diamanten finden könnte. Nur das weiß ich ganz ehrlich nicht, ob man es kann. Ja, ich lasse den Kram jetzt erstmal hier liegen. Wir sind ja eigentlich hauptsächlich da für diesen Kram da, also für Glowstone. Ja, nicht verbrennen. So. Bauen wir uns einfach mal nach oben, so ganz lapidar. Zap, 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 zap. So, da haben wir schon. Nehmen wir mal ein bisschen wieder was mit. Haben wir ja auch gar nichts mehr davon. Deswegen sind wir auch hier. So. Ab nach unten den restlichen Kram einsammeln, der runtergefallen ist. Und dann können wir im Prinzip auch schon wieder in Richtung nach Hause. Wenn ich Sinn finde. So, das müsste es eigentlich soweit gewesen sein. Und da ist Seelensand. Das heißt, wir müssten uns hier hochgebaut haben. Ja. Das heißt, ich baue mich jetzt einfach erstmal hier hoch. Tja. Wo ist der Seelensand, wo ich runtergesprungen bin? Der hier war das, oder? Ich glaube fast, das war dieser hier. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht. Ich habe das Gefühl, ich täusche mich. Oh nein. Oh, wo komme ich denn jetzt her? Moment. War das da drüben? Nee. Da war das. War das das? Aha. Hier ist die Treppe. Jawohl, das ist die Treppe, die wir uns gerade gebaut haben. Hui. Und ich habe schon gedacht, dass wir... Oh, das wäre es ja wieder gewesen. Ich tollpatsch, weißt du... Ja, gehen wir nochmal dahin, gehen wir nochmal dahin. Ja, und? Merk dir doch mal den Weg, Junge. Gott. Das gibt's doch gar nicht. Also verlaufen in Minecraft, ich bin der King. Definitiv. In Verlaufen kann mich keiner schlagen. Keine Chance. Also besser wie ich kann sich wirklich keiner verlaufen. Das geht gar nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, wie war das? Da habe ich mich, glaube ich, hochgebaut, ne? Blub. Das heißt, hier müsste irgendwo der Eingang sein in die Mine. Da unten. Versuch's mir ja schon immer so ein bisschen zu merken, wenigstens, damit ich nicht ganz aufgeschmissen bin. Aber naja, man sieht's ja. So, ab nach unten. Bisschen was haben wir ja mitgebracht an Erzen. Und auch an Glowstone, dafür sind wir ja da gewesen. Zwar fehlt uns immer noch die Karotte, aber naja. Dann können wir jetzt wenigstens das Lab-Pack fertig bauen schon mal. Und eventuell... Dann mal schauen, wie wir weiter vorgehen. Ob wir dann... Ja, weiß ich gar nicht. Was bauen wir denn als nächstes? Also ich wäre fast schon für den Mass Fabricator.
beziehungsweise den Recycler. Erstmal den Mass Fabricator, dann den Recycler. Wir können ja gleich mal schauen, wie teuer der ist. Oh, hier haben wir noch 30 Kupfer. Cool. So, und aus Netherzin kriegen wir 8. Oh, es ist so geil. Nee, 4 kriegen wir. Hammer. So, nehmen wir das mal alles wieder mit. Wir haben ja jetzt den Glowstone. Und wir brauchen. Wo hab ich denn? Ach ja, das war ja das Bedpack einfach nur, ne? Nee. Ein Advanced Circuit brauchen wir doch noch. Da. Ach, und den bauen wir mit dem Electric Circuit. Genau, haben wir kein Electric Circuit gebaut? Nö, anscheinend nicht. Das war ja mal wieder hervorragend von mir eingefädelt. Das haben wir. Kupfer brauchen wir. Kupfer haben wir. Eisen. Und Redstone haben wir noch genug in der Tasche. So, einmal für die Kabelchen. Moment, Eisen. Habe ich nicht Eisen gesagt? Ach, ich habe es geholt, aber nicht mitgenommen. Ja, ein Schlauberger. Aber ich hatte noch ein Eisen. Hä? Was mache ich denn? Jetzt habe ich... Oh. Egal. So. Ziemlich verwirrt der Junge heute. Aber es soll ja auch nur eine kleine Aufnahmesession werden. Nur 2 Folgen oder sowas. Je nachdem, wie schnell wir durchkommen. So, dann brauche ich das Ding. Das. Ach Mann, ey, ich bin so durch heute. Das ist doch nicht mehr normal. So. Nee, das ist Blödsinn. So. Advanced Circuit. Geht doch. Mann. Was eine schwere Geburt. So. Die Sachen alle wieder reinlegen erstmal. Ja, bis auf die hier. Die können wir nämlich gleich hier alle mal meseraten und so weiter. Oh, 48 Redstone. Was kriegen wir aus Silber? 4, okay. Aus Gold? Für auch 4. Also es lohnt sich schon in der Hölle, das immer rauszusuchen. Da kriegen wir auf jeden Fall um einiges mehr raus als aus den normalen. Pulverized Lead Ore, auch sehr geil. Und Iron Dust kriegen wir auch ein bisschen was. Perfekt. So, das lasse ich mal gerade durchbraten. So, das können wir ja nebenbei machen lassen. Redstone auch wieder weg. Und dann wollte ich mal... Ich wollte gerade sagen, geh doch mal weg. Und dann wollte ich mal schauen, wie es denn aussieht mit dem Mass Fabricator. Wie teuer der ist und was der kostet. Da ist er. Mass Fabricator. Ja, schön. Also hier brauchen wir auf jeden Fall einen Diamanten für. Den kriegen wir noch hin. Advanced Machine Block. Der ist jetzt nicht so schwer. Glowstone Staub. Wir können den tatsächlich bauen. Weil wir haben ja noch einen Diamanten. Dann machen wir das doch einfach mal. Oder? Bauen wir einen Mass Fabricator. Hallo? Ich habe einen Rechtsklick gemacht jetzt. Gott, was ist denn los? So, Redstone nehme ich mein Stack mit. Lapis Lazuli. Brauchen wir auch ein bisschen was, nehme ich auch mal einen Stack mit. Dann brauchen wir... Redstone... Lapis Lazuli. Eisen brauchen wir. Dann brauchen wir... Kupfer... Dann brauchen wir Rubber. Dann brauchen wir Eisen. Haben wir Eisen? Haben wir Eisen schon bestellt? Ja. Hoppala. Da wollte ich auch nicht hin. Glowstone brauchen wir. Dann brauchen wir Zinn. Noch mehr Kupfer.
Dann brauchen wir. Was brauchen wir noch? Kohle brauchen wir noch. Kohle. Nehmen wir auch mal ein bisschen mehr mit. Und noch mehr Eisen. Definitiv noch mehr Eisen. So. Hatten wir nicht gerade noch einen. Ein Refined Iron, genau. Das nehmen wir auch nochmal mit. Da brauchen wir nicht so viel machen. So, die Kohle, die haue ich jetzt erstmal hier rein. Die müssen wir nämlich gleich in Carbonplatten umbauen. Haben wir nicht sogar noch Carbonplatten gehabt? Wir haben doch noch Carbonplatten, sag ich doch. Zack. So, dann schauen wir erstmal. Wir machen erstmal den Kristall hier in der Mitte. Dafür brauchen wir... Das haben wir schon. Zack, zwei davon auf jeden Fall. Wir brauchen jede Menge Kupferkabel. Ja, jede Menge stimmt gar nicht. Ich mache erstmal... Ja, doch, erstmal 12. Dann brauchen wir... Zwei Electric Circuits. Dann brauchen wir einen Energy Crystal. So, was brauchen wir dann? Den dahin. Den dahin, den dahin. Und Lapislazuli drumrum. Und dann haben wir einen Lapatron-Kristall. 1 Million EU. Krass. So, dann können wir weitermachen mit dem... wir machen erstmal die hier oben, die Advanced Circuit. Da brauchen wir auch wieder Electric Circuits für. Das heißt, wir brauchen wieder jeweils zweimal oder jeweils 6 Kupferkabel. Und wir brauchen auch wieder 2 Refined Iron. So, dann brauchen wir... Nee, Quatsch. Da drum Redstone. Und Glowstone. Gut, dass wir so viel gefunden haben. So, Advanced Circuit haben wir 2 Stück. Dann müssen wir Bronze herstellen. Und das ging mit dem Metherator. Jetzt kann aber mal so langsam aufhören. Wir haben ja jetzt genug... Ich wollte eigentlich gerade noch mal einen Bronze herstellen. Ey, jetzt haben wir zu... So, jetzt aber. 14. Passt schon. Dann haben wir Bronze. Dann brauchen wir noch Eisen. Den können wir auch hier reinhauen. Wir brauchen aber 2 hiervon, ne? Das heißt, insgesamt brauchen wir 4. Das heißt, hier nochmal 3 mehr von. Jawohl. Einmal den Kompressor. Zack, 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 zack. Dann brauchen wir noch jeweils einen Maschinenblock. Das heißt, 8 Refined Iron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gezählt. Müssten 16 sein. Okay, 1 zu viel. So, die craften wir auch nochmal schnell. Zack, Maschinenblock. Dann hier 2, da 2. Und wo sind die Carbonplatten? Wo?
Wo habe ich denn jetzt die Carbonplatten schon wieder hingeschmissen? Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei und zwei in die Mitte. Jawollo. So, Advanced Machine Block. Dann haben wir die beiden. Wir haben die beiden. Wir haben den Kristall. Wir haben Lapis Lazuli. Was nicht richtig ist, wir haben nämlich Glowstone. Zack. Und wir haben den Mass Fabricator. Energy to Matter. Jawohl. So, den stellen wir unten. Unten ins Lagersystem mit dran. Und dafür brauchen wir dann... Moment, wie stellen wir den am besten hin? Stellen wir den hier hin? Nee. Wir stellen ihn hier hin. Jetzt bin ich gerade noch mal kurz am Überlegen. Wir stellen ihn hier hin. Ja, wir stellen ihn hier hin. Ich glaube, das müsste richtig sein. Und hier zapfen wir uns gleich ein bisschen Strom ab. Ich versuch's mal hier direkt wieder rauszufinden in der Black Hole Chest. Da ist das Glasfieberkabel. Jetzt hoffe ich, dass es nicht Bumm macht oder sowas. Aber normalerweise müsste der das so hinkriegen. Jawohl. Zack. Unser Mass Fabricator läuft. Jawohl. Der kriegt natürlich echt zu wenig Strom. Der läuft ja fast gar nicht. Krass. Das ist echt wenig. Aber immerhin muss unser Lavasystem oben jetzt echt arbeiten. Alter Schwede. Das muss jetzt... Oh, da wollte ich gar nicht ran. Hier wollte ich ran. Das muss jetzt richtig arbeiten. Wir gehen mal hin und schauen das uns mal an. Quatsch, hier müssen wir lang. Das muss jetzt richtig arbeiten. Und die Pumpe definitiv auch richtig ordentlich Lava pumpen. Die Frage wäre jetzt natürlich, würde die Lava ausreichen, die der hier pumpt, wenn wir noch mehr Geothermal-Dinger anschließen? Das wäre jetzt die große Frage. Der muss natürlich auch die ganze Zeit geladen werden hier. Vielleicht sollten wir einfach nur ein paar Geothermalgeneratoren bauen. Ich werde aber erstmal wieder eine kleine Aufnahmepause machen. Ich werde dann am Sonntag wieder neu aufnehmen. Das müsste jetzt die Folge von Samstag sein. Also morgen wieder neu aufnehmen. Und damit verabschiede ich mich. Wie gesagt, wie immer, vielen Dank fürs Anschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Daumen hoch. Das wäre super lieb von euch. Aber wie gesagt, nur wenn es euch gefallen hat. Oder ja, lasst sogar ein Abo da, wenn ihr noch keins da gelassen habt. Das wäre auch ganz toll. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Minecraft Ticket, dem Let's Play hier auf dem Kanal. Bis dahin, ciao!